Genau. Und dann haben wir noch unsere Performerin, Rudi Kreuzer. Und die wird jetzt ganz kurz, wir brauchen ein bisschen Ruhe, damit man was versteht. Die Performance dauert auch nicht sehr lange, also 5 Minuten. Aber die heißt, Achtung, Gebietsneurose. Gebietsneurose. Alle noch rein, sonst? Ja. Spidi, hast du das Video? Runter. So. Die heutige Gebietsdiagnostik, die wollte ich gerne mal beginnen mit einem Zitat direkt aus dem Gebiet. Es ist nicht die Heimat, es ist nicht die Flucht, die uns treibt in die tiefste Gruft. Also ich finde ja sowieso die ganzen Gebietsfragen, das ist ja nur eine Frage des Anstands. Also wie lange muss ich an einem Gebiet anstehen, um da reinzukommen? Und inzwischen sollen ja auch Gebiete ins Gebiet einwandern. Das finden jetzt manche Gebiete nicht so gut, weil ja dann das eine Gebiet auf manchen auf einem Gebiet bewandert sei. Und Gebietswanderungen kenne ich wie meine Westentasche. Und das liegt daran, weil ich schon sehr früh ein Schachspiel bekommen hatte. Und als ich nicht begriffen hatte, wie die Figuren aufzustellen sind, da habe ich die sofort an Ort und Stelle aufgeklebt, ohne zu versäumen, die Gebietsmarkierungen an den einzelnen, die Gebietsfelder an den einzelnen Gebietsmarkierungen feinsäuberlich zu durchtrennen. Und dann habe ich die Figuren alle noch grau angemalt und meine Bauern trugen Kopftuch. Ja, und als das Kopftuchverbot kam, da war es ja ein leichtes, das Kopftuch mit dem Schleier zu verschleiern, aber bei dem Schleierverbot, ja, also einen Schleier, der im Kopftuch verschleiert, den kannst du ja eigentlich nur verschleiern mit dem Regenkleber. Und bei Regenkleber, da denke ich an tiefstes Tiefdruckgebiet und aus einem tiefsten Tiefdruckgebiet, da möchte ich einfach nur fliehen in ein Hochdruckgebiet. Und jetzt stellt euch mal vor, und das ist eine Setzung, ja. Also ich stehe hier festgeklebt als Haupt, Rand- oder Nebenfigur und hier die einzelnen Gebietsmarkierungen, ja, fein säuberlich durchtrennt. Und wenn ich jetzt fliehe, da habe ich ja das Gebiet am Hacken und das ist ja auch gut so, weil dann jeder gleich sieht, wo ich herkomme und keiner fragt, wo kommst du denn her? Weil bei der Frage, wo kommst du denn her, da denke ich ja, dass die denken, dass ich denke, dass die. Und deswegen ist es ja gut, inzwischen wissen ja die, die hier sind, ja, und mögen manche von uns noch so weit zurückgehen, dass wir alle irgendwann mal hierher gekommen sind. Und deswegen begrüßen die, die jetzt hier sind, die, die jetzt kommen mit der Frage, wieso kommst du denn jetzt? Erst, ja. Und dann fühlt sich ja die Person gleich wie zu Hause. Und deswegen brauche ich sie hier auch gar nicht umzuschauen, sondern sie kriegt sofort die Kopfhörer der Mitbewohnerin auf. Wo du nicht willst, dass man dich schickt, da, schick auch keinen anderen hinten. Schick, schickerie, schick, 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 schickerie, schick, schick. Und jetzt ob geschickt oder ungeschickt als Gebietskundlerin, da gucke ich mir die Lage gerne mal vor. An. Und da frage ich mich doch, ist denn das Gebiet da oben wirklich besser als das da unter? Ja? Und das hier, ist das hier ein Möchtegern-Gebiet oder du stehst doch gerade ein Erweiterungsgebiet und hier da draußen ist das ein Durchzugsgebiet oder da draußen ein Auszugsgebiet und neu gesteuert ist von draußen herein. Gebieter, gebiete den Gebieten, dass sie mir nicht länger verbieten, auf die Gebiete zu bieten. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, wie es mit den Geboten weitergeht, hier oder woanders. Und das Gute ist hier, die Sachen könnt ihr hier ohne zu bieten gleich kaufen. Ja? Hier auch mit dem Künstler gleich dazu. Ich hoffe, ein bisschen mehr. Also, kauft hier die Bude leer. Ja? Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Gebietsdiagnostik. Und die findet, glaube ich, in Schwerin noch statt. Ne? Also, und bis dahin. Tschüss.